Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crash 2 zusammen mit Katze, Miri und einem Menschen, der nur denkt, weil er ein Bild von Angela Merkel an der Wand hängen hat, dass er ein Frauenbild hätte. Was? Ich sagte, ein Mensch, der... Mal bitte Deutsch. Hab ich getan. Ich sagte, ein Mensch, der nur weil er ein Bild von Angela Merkel an der Wand hängen hatte, denkt, er hätte ein Frauenbild. Okay, der Spur ist gut. Der gefällt Pigman mir. Pigman hauen! Juhu! Nein! Toll. Katze macht wieder alles kaputt. Willkommen zur zweiten Aufnahmesession unserer Aufnahmesession. Hey, Miri, hinter dir. Schön, ist das für mich egal, dass ich hier stehe. Ja, die würden dich auch nicht angreifen, solange du sie nicht boxen würdest. Genau, wir hatten einen Tag Pause dazwischen. Ich entschuldige mich übrigens bei meinen Zuschauern für die eventuell im Hintergrund befindlichen Ventilatorengeräusche. Das Problem ist, ich bin heute Morgen seit 7 Uhr wach und versuche einmal die komplette Wohnung zu entlüften, denn ich habe bemerkt, dass hier drinnen noch ein Fischi bei mir im Ofen war. Also war nicht wirklich so, ich sterbe. Cool. Wie, du hattest ein Fischi im Ofen noch? Ich hatte ein Fischi, nein, hatte ich nicht, aber ich hatte... Wie viele Jahre war denn da drin? 100? Nein, ich hatte einfach... Hat schon wieder gelebt, aber anders als davor? Ich hatte die letzten paar Monate irgendwie keine Lust zu lüften, so gefühlt. Ach. Nee, ich habe einfach zu wenig gelüftet und ich habe ja ein relativ großes Problem mit Schimmel in meiner Wohnung. Und muss deswegen exzessiv lüften. Und ich habe gestern den ganzen Tag nicht gelüftet und muss deswegen heute Schuss lüften. Also alles raus, was raus muss. Und der Ventilator ist dafür da, um das hier in der Wohnung zirkulieren zu lassen und mich gleichzeitig zu kühlen. Alles raus, was raus muss. Ich verstehe das schon, Katze. Ja, Blaudi, du hattest auch schon mehr als eine Darmspiegelung, ne? So, wir gehen weiter. Tinkering gibt es jetzt als Möglichkeit. Da haben wir Groot fertig gemacht. Da haben wir Loot-Chests drin. Oh, hier gibt es die Smart Castings. Das ist cool. Was sind denn Smart Castings? Die habe ich mal gesehen irgendwo in der Mod. Ich glaube, die ist bei Catfield auch, ne? Ja, ich habe genau. Keine Ahnung, was das ist. Das ist das ist ein eigenständiger Tank und Tank. Du musst nicht mehr einen Base oder Cauldron bauen, sondern du gießt damit automatisiert sofort Ingots, ohne dass die abkühlen müssen. Ach, da brennt gleich jemand. Oder was? Jo. Nein, nicht besteuert. Du wirst es irgendwann sehen, wenn wir es bauen. Okay. Ich finde die Zeugzeugkiste hier toll. Ich mag auch Zeugzeugkisten jetzt, wo ich nicht mehr für Kisten verantwortlich bin. Gibt keine Zeugzeugkisten mehr. Echt? Gibt's nicht? Ich hab alles aufgeräumt jetzt. Haben wir denn jetzt genug für eine Smeltery? Würdest du eine Babyschmelze blauen bauen? Blauen bauen? Ja, ich wollte bauen Blauli fragen und dann ist mir aufgefallen, ich kann auch ich baue eine Schmelze, aber keine Babyschmelze. Was? Wir bauen eine vernünftige Schmelze. Nein, Babyschmelze. Da haben wir gar keinen Platz. Lauli, wir wollen Babyschmelze haben. Bessere Frage ist... Lauli, Miri, ich will eine Babyschmelze. Miri hat das nicht zu entscheiden. Poke, Babyschmelze, Hör auf! Ich will eine Babyschmelze, gib mir eine Babyschmelze. Du musst erst zusichern, dass ich eine Babyschmelze bekomme. Guck mal, weißt du, was das ist? I'm Groot. Babyschmelze. Aber ich habe so viel Groot gemacht, dass ich keine Babyschmelze baue. Aber eine Babyschmelze ist so Schwachsinn. Bau die Mini-Babyschmelze, die da im Buch drin steht. Ich hab Kisten gekriegt, damit ihr noch mehr Zeugs in Kisten räumen könnt, weil ich euch noch mehr hassen möchte. Noch mehr Zeugkisten. Wo sind denn deine Seared Bricks? Warum kann ich keine Schmelze bauen, ha? Babyschmelze? Oh, das war der falsche. Moment, ich wollte einen Stick haben. Wo sind meine Sticks? Ach, da sind meine Sticks. Hab sie gefunden, Poke. Du willst doch nur mich ärgern. Ich will nur eine Babyschmelze. Mehr will ja, ich nicht, der, Lauli. Ja, der da röstet da im... Wieso geht das nicht? Also. Jo. Du musst jetzt die Mikroschmelze bauen, damit wir die Babyschmelze Welche Mikroschmelze bauen denn? Gehen wir bei der Questing. Und dann gibt's, wo das Keramiks war, da drunter, gibt es die Mikroschmelze. Die muss man erst bauen. Die Porzellanschmelze. Weil nur darin kann ich Grout schmelzen, um... Also brauchen wir mehr Porzellan. Ja, ich hab Dann bau mal mehr Porzellan ab. Ich hab da ohne Ende. Geh mir doch nicht schon wieder auf die Nüsse. Hier. Ja, dann bau die doch. Nee, das ist deine Aufgabe. Hier, da, nein, warte, da. Nein, hier, hier. Aber man hier. Findet nichts in den Kisten. Kannst du mal aufräumen? Hier. Das ist aber nicht genug. Ja, da ist doch noch Clay in dem Fach. Guck doch mal da rein. Steht 49 auf. Clay. Dann mach jetzt mehr Clay, bitte. Du hast mein Leben runtergeprügelt. Du hast meine Liebe nicht verdient.
Haus mir meine Augen blau. Blaudi? Ja? Siehst du das auch? Ich bin auf den Boden hingelegt. Das waren meine Sticks. Oh. Seit wann kann man... Hör mal auf, ich hab sowieso schon... Das, als wenn das... Miri? Der hat den Stein selber getötet, denke ich mal. Ich hatte kein Essen mehr und kein Leben mehr. Also hab ich mich umgebracht. Dass du kein Leben hast, das wissen wir auch. Also Miri hat den Suizid gewählt. Macht mir jemand Zeug zum Kochen, dann kann ich auch Zeug kochen. Was willst du denn zum Kochen haben? Bakeware und sowas. Willst du Zeug zum Kochen? Lauli, kann das sein, dass du das ganze Quarz gestohlen hast? Ist das ganze Quarz eventuell in unsere Erzkiste nur umgewandelt in Blöcke, damit das überhaupt irgendwo reinpasst? Du hast nicht im Ernst Quarzblöcke gecraftet. Warum? Weil Quarzblöcke die einzigen Blöcke sind, die man normalerweise nicht zurückcraften kann. Jetzt können wir schöne Sachen damit bauen. Aber... Ich habe 5 Quarz im Inventar, wenn das reicht. Nein, Katze, nein. Nicht machen, hau auf. Ich sehe meinen Fehler ein. Nein, kann man mal. Stopp, man kann's. Man kann's nicht. Doch, kann stirb, man auch nicht. Es steht im Rezeptbuch. Stirb. Poke ist stärker als du. Ich hab ein halbes Herz, du Affe. Wie kann man zurückquarzen? Mann! Hau mich noch einmal, Freundchen. Hat sie dich. Warum forderst du mich denn auf? Ich hab, glaube ich, meine Aufnahme gar nicht gestartet. Ich gehe jetzt. Schon fertig mit der Aufnahme. Ich hab Fluxduckkabel gefunden. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Kannst du dir ein Eis mitbacken? Hier, cool. Ja, dann craften. Also, man kann die zurückcraften. Jetzt heul nicht rum wie so ein Mädchen. Ja, wie quarzt du denn die jetzt zurückcraft? Oh, jetzt kriege ich schon wieder Ärger, weil ich wieder was Sexistisches gesagt habe. Ja, so ist es. Wie, du nimmst sie einfach in das Crafting-Feld rein. Einfach den Block rein, dann ist der Instant-Quarz raus. Ja, gut. Mann. Quarz-Quarz-Kiste. Ich leg den Rest in die Loot-Loot-Kiste, gell? Ach nee, es war die Zeug-Zeug-Kiste. Lava. Wie schreibt Miri man das? Miri labert halt wieder nur Scheiße. Mister Lava. Warum sollte man hier eigentlich... Also, warum brauchen wir hier überhaupt... Ja doch, Autohammer und so ein Quatsch macht halt irgendwann Sinn, aber wir finden auch ziemlich viel Material, so ist ja nicht, ne? Gibt's hier bestimmt eine Query, oder? Irgendwie eine drauf, ist bestimmt. Ist der F-Tools drauf? Ja, ist es. Wir haben Dimensional Shards aufgefunden, also haben wir mindestens den Builder-Block-Query. Ja, okay. Okay. Wir brauchen nur noch Glasi, aber ich finde kein Glasi. Das ist noch nicht freigeschaltet in dieser Epoche. Ah, nee, warte, das Projekt. Wir haben Glas hier drin. Hier. Das ist nicht genug. Wir brauchen also mehr Sandy und mehr Glasi. String, Blöckchen, Stringelingeling. Lolli, wir brauchen mehr Glasi. Glas ist jetzt nicht das Schwerste auf der Welt zu craften, mein kleiner Padawan. Doch ist es, weil du kein Sandy mehr hast. Hier, guck mal auf diese Seite in eure Zeugzeugkiste. Ja, guck da. Ich. Da ist Sandy. Sandy. Einfach ein bisschen Ordnung. Katze, wie weit ist denn das ME-System? Fast fertig. Okay. Der Running Gag, der niemals alt wird. Wäre schön, wenn du auch nie alt werden würdest. Warum geht denn das jetzt schon wieder hier nicht? Denn das schon wieder hier? Hä? Oh, hey. So, das reicht für Crafting-Rezept Nummer 1. Ist das fies oder ist das fies? Den Engineering Summer machst du wahrscheinlich mit was anderem, wie treated wird. Gravel. Oh, wie kommen wir denn an Hemp ran? Hemp ist aus Compressed Gravel. In einem Flint-Mesh. Du hast Hemp schon bekommen. Woher? Weil du gesiebt hast für die Botania-Sachen. Da war Hemp dabei, glaub. Nee. Dass ich wüsste. Hattest du aber gesagt. Hm.
Hm, wenn, dann haben wir es hier oben bei der Pflänzchen. Wir haben kein Hemp. Aber was soll Hemp eigentlich darstellen? Hanf eigentlich. Ja. Aber warum kommt das beim 7 von Gravel raus? Weil das ein Seed ist. Genau, warum kommen Botania-Sachen aus Gravel oder Sand raus? Das ist einfach der Way to go ist, ne? Ey, ja, ist ja gut. Chill mal deine Basis, Mann. Chill mal deine Basis, du Kiel. Also es kommt nur bei Heavy Thief raus mit einem Flintstift-Mash. Toll. Müssen wir noch alle Arten von 7 irgendwann haben. Du da oben, bist du eigentlich dumm, du dumme Blaze? Steht ungefähr einen Kilometer weit weg und beschießt mich trotzdem. Das hat eine dumme Blaze so an sich. Sie ist halt dumm. Oh ja, sehe ich gerade. Die ist wirklich ziemlich dumm. Was komme ich denn da hin? Ei! Das ist gut. Hakelt's bei dir? Was macht ihr? Ärgert ihr ein Mob? Ah, was ist denn jetzt? Du bist schon wieder ins Feuer gehüpft. Kriegst du das denn immer dann zu springen, wenn die gerade schießt? Jetzt hat sie geschossen. Oh, da ist noch ein Gast. Du hast ihren Bruder getötet. Oh Gott, Lava! Wir hätten dieses Modpack in Hardcore nicht einen Tag überlebt. Nicht einen. Oh. Nee. Nein. Oh, wer haut mich? Da ist ein Enderman auf dem Schiff. Cool. Der wohnt hier. Tödliche Bedrohung. Cool. Katzeslogik. Laulis Logik ist toller. Ich mach Kisten, aber Wege tut nichts in andere Kisten rein. Nur weil Sachen in Kisten gehören, gehören Sachen nicht in Kisten. Laulis Logik ist einfach on point. Ja, es gibt Kisten, aber wir dürfen nichts in Kisten tun. Das finde ich viel. Ja. Wo ist denn jetzt der Kompakt-Hammerer? Kratze. Kratze. Ich fühle mich im Übrigen sehr gemobbt in diesem Projekt. Ich möchte das nur anwähnen. Anwähnen? Ja, ihr wisst genau, was ich meine. Hört auf. Anwähne, gell? Leute, das müssen wir heute wirklich mal anwähnen. So geht's nämlich nicht weiter. Auch so anwähnen. Au, das tut natürlich ziemlich weh, gell? Das wäre natürlich schon schade, jetzt, wenn da jemand das Zeug rausnimmt, das du zum Craften nimmst. Wolltest du mir das Craften versauen und ich hab's durch meine Aktion versaut, oder was? Nehm einfach nicht on the Nase, Jay. Lauli, ich bräuchte einmal einen Furnace, bitte. Das ist nicht mein Problem, oder? Nee, das ist wahr. Das ist nicht deins. Ich habe mir mal gedacht, man würde Furnace mit N schreiben. Furnace. Ja, habe ich auch. Was heißt denn nur Furnace? Oh, habe ich gecraftet. So, fertig. Dann haben wir den Heater auch. Dann fehlt uns noch der Casting-Table. Aus dem meine Welt. 1, 2, Mist. 1, 2, 3, und das 4. V-Set fehlt uns noch. 5, Miri! 8. Miri macht möchte nein. Ich will immer wissen, dass der Poke mit dir ist, gell? Möge der Poke mit dir sein. Wo ist es nämlich? Junge Padawan. Junger Pokémon. Pokémon. Ich weiß nicht, ob das das richtige Spiel. Ich bin mir fast sicher. Hast du Miri jetzt ihre Bakeware und so gemacht? Nein. Warum nicht? Warum sollte ich? Weil Miri allein nicht klarkommt. Aua, fies. Das ist gar keiner von euch. Das sind 5 Ember. Hallo, geht's noch? Ja, die machen Party, habe ich doch erzählt, dass da irgendwo ganz viele rumhüpfen. Finden ja wohl. Wenn ich einmal traurig bin, trinke ich, hau ich die Miri. Oh. So. Hoffen wir einfach mal, dass bei Excavator aus Gravel auch Flint rauskommt. Hallo? Ich wollte was hinstellen in dem Moment. Tut mir leid für dein Hinstell-Dings. Ich glaube nicht, dass dir das wehtut oder leid tut. Kommt kein Flint raus, oder? Ah, das craftet man ja auch. Ich bin so behindert, Mann. Vollidioto. Das ist eigentlich ein chinesisches Sprichwort.
Du bist ein altes chinesisches Sprichwort. Ja, weiß ich. Voll Idioto! Richtig? Miri hat heute schon ganz viel aufgenommen, deswegen kann ich nicht reden. Was? Echt, Miri hat viel aufgenommen. Ja, ganz viel Pokémon. Ja. Das ist nice. Was krieg ich Schaden? Oh, ich hab Hunger. Ich hab gerade Werbung für dein Pokémon-Projekt gemacht, Miri. Sei mal ein bisschen dankbar. Dankeschön. Das ist so nett von dir. Ja. Und jetzt hilf mir gegen Katze, der ist immer böse zu mir. Glaube nicht. Wieso nicht? Ich hab gerade dein Projekt beworben. Gut, ich kann jetzt höher hüpfen dank den Käfern. Hä? Ich mag Käfer. Ich hab gerade Käfer gegessen, weil ich sonst verhungert wäre. Kann ich höher hüpfen? Guck Miris Videos, das verhungert sie. Baloui füttert Miri nämlich nicht mehr. Die muss für sich selbst kochen. Halt für mich kochen. Dieses Hanf, das kann ich jetzt wieder anpflanzen, oder was? Was für ein Hanf? Du bist ein Hanf. Dieses Hanf kann ich jetzt wieder anpflanzen. Was ist mit Senf? Einmal Schrank, habe ich gesagt. Oh. Kennst du überhaupt den Begriff Schranke? Ja, das schützt Autos, damit sie nicht überschieden fahren. Also kennst du nicht Pommes-Schranke? Doch, ich glaube, das kommt sogar eher aus dem Norden. Ja, was weiß ich, du bist ja allgemein kulturfern, Muggelbatscher, sag ich bloß. Du hast mir meine Frage nicht beantwortet. Welche kann ich denn? Hanf anbauen. Ja, mit Hanf-Seeds. Und wo wachsen die? Auf dem, was Miri da macht? Ja, auf dem, was Miri da macht, sollte reichen. Okay. Ich habe eins Problem. Ja. Ich brauche mehr Porzellan. Bedeutet, ich brauche mehr Clay. Da draußen stehen die Dinger halb automatisiert. Du musst nur immer Dust reinschmeißen in die Dinger. Und Wasser nach. Blätter musst du noch machen. Blätter und Wasser und fertig. Hatte leider nicht mehr Möglichkeiten, noch mehr Pipes zu bauen. Sonst hätte ich das noch voll automatisiert. Auch eine Zeugkiste. Hm? Die sind rechts am Rand. Also wenn du rausgehst, rechts am Rand. Zeugzeugkiste? Ist gut, hab schon eine gefunden. Nein, hier gibt's keine Zeugzeugkiste. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du hast meine Nerven nicht verdient. Bin eine Miezekatze. Blauli hat vorhin gesagt, ich wäre keine Miezekatze, Miri. Hast du es mitbekommen? Oh nein, warum? Oh nein. Oh nein. Aus Versehen, Miri, aus Versehen. Er hat gesagt, ich wäre keine Miezekatze, sondern ich wäre ein Miezewauzi. Hat meine Mutter als Hundi beleidigt. Miri hat immer so viel dazu zu sagen. Wieso? Fies, ich bin Miri. Kauf fies Merch. Genau, ich hab mir heute Werbung für dich vorgestellt, hast du gesehen? Wie? In deinem Discord? Nö. Ich hab geschrieben in deinem Discord, dass ich mir deinen Merch vorstelle. Ja, aber warum kaufst du nicht, den nur im Kopf vorzustellen? Das würde mir ein bisschen mehr bringen. Warum sollte ich deinen Merch kaufen, what the fuck? Kauf ich lieber meinen. Sieht voll scheiße aus, hallo. Da kauf ich lieber meinen. Kauf Dodo Merch. Man kauft Dodo. Nein, den hat keiner gekauft. Der ist aber auch zu versteckt. Das ist echt doof. Den müsstest du direkt verlinken, vielleicht mit der Möglichkeit deiner neuen externen Links. Ja, die habe ich ja nicht. Was sind externe Links? Ich habe keine Ahnung, was Katze meint. Der meint, er müsste mir irgendwas Tolles zeigen und ich habe deswegen heute mit meinem Informatiker eine Stunde da gesetzt und einen neuen Name-Server und so einen ganzen Kack-Verlinkung-Kack eingerichtet. Ja. Hoffe, das hat sich für mich gelohnt. Ja, ich weiß nicht. Kennst du das nicht, wenn Early irgendwas verlinkt, dann ist das auch in den Annotations drin oder in den Endcards drin und sowas? Hey. Mit Early TV / und dann das Produkt und sowas? Die gleiche Mündigkeit hast du bald auch. Okay. Hast cool. Du vielleicht sogar schon in dieser Folge. Aha. Ist Miri TV / Fies? Es gibt auch Baloui LP, dann Baloui LP / Miri, um auf deinen Kanal zu kommen. Aber ich will gar nicht Baloui LP / Miri, Baloui nur. Ach, Baloui, Entschuldigung, ich habe Baloui LP gerade im Kopf gehabt.
Balui/Miri. Ja, das ist natürlich super. Balui.de/Miri. Balui.de/Miri, okay. Da ist auch /YouTube und so dabei, aber das ist halt für Twitch gedacht. Und die Domain an und für sich, wenn du sie da hingelegt hast, wo sie sollte, kommt noch zum momentanen Zeitpunkt bei deinem YouTube-Kanal raus. Cool. Interessant. Das erklärst du mir dann in Ruhe. Ja. Aber das waren, glaube ich, auch die Abschiedsworte von dieser Folge. Meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ungefähr genauso gut, wie mir das gefällt, dass Lasagne ab sofort nur noch 2,49 kostet. Egal, was auch immer passiert, ihr seht das alles hier in einer tollen Playlist auf YouTube. Und deswegen schaut ihr gerne auch die nächste Folge. Die kommt morgen raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis dahin erstmal. Ciao. Bleibt schon feurig. Eurio. Brrmau. Brrmau. Throw your canes up.